So, erstmal als Frage in die Runde. Was ist ein Docker eigentlich? Habt ihr eine Idee, was das ist? Man hört diesen Namen immer, man weiß nicht so genau, was das ist. Irgendetwas Magisches, wo ich ein paar Kommandozeilenbefehle eingebe und dann passiert etwas. Aber habt ihr schon eine Idee, was das denn ist? Genau, irgendwas mit Containern. Genau, irgendwas mit Programmen. Genau, die sind in den Containern drin. Und vielleicht noch so ein paar Dinge, die man vielleicht zu Docker hört, zu denen wir dann kommen werden, sind einmal so Teile wie Isolation, dass ich mehrere Container nebeneinander stehen habe, ohne dass sie sich nicht mögen. Linux, jo. Ports, also Web. Volumen, meinst du? Das hat aber Gründe, zu denen wir noch kommen werden. Genau. Und noch etwas, weil ich jetzt da nicht drauf schreibe, weil das Flipchart kleiner ist als erwartet. Wir haben auch eine Reproduzierbarkeit. Alles, was ich auf meiner Testmaschine machen kann, wird zu 99,9% plus ein bisschen Linux dazu führen, dass ich es auch auf irgendeinen Cloud-Server schmeißen kann oder da, wo ich gerade Lust drauf habe. Ah, genau. Ich persönlich finde das Bild von Docker eigentlich immer ein schönstes als so ein Schiff. Also ich habe irgendein Containerschiff. Irgendein Containerschiff mit zwei Bereichen. Teilen wir das mal auf. Auf den werfe ich, wie man schon so schön sagt, meine Container, also irgendwelche Boxen. Da ist erstmal nicht so relevant, was mit denen ist. Und ich habe meine Daten in sogenannten Volumes. Das sind dann andere Container oder andere Boxen, die hier liegen. Und wir haben in Docker eine ganz, ganz strikte Trennung eigentlich von dem, was passiert, also meinen Containern und meinen Daten. Das hat ein paar Vorteile. Es hat, wie du meintest, auch ein paar lustige Nachteile. Der größte Vorteil ist eigentlich, mir ist egal, was mit diesen Containern ist. Die können mir vollständig egal sein. Weil, wenn ich den Container stoppe, mache ich nichts anderes, als ihm einen schönen Tritt zu geben und ihn von Bord zu schmeißen. Also ein Container, sobald ich ihn stoppe, vernichte ich ihn und lösche ihn. Das ist aber so gewollt. Auf unsere Daten, auf die passen wir auf. Die sollten wir nicht löschen, die sollten wir auch wegspeichern, aber unsere Daten sind immer getrennt von dem, was eigentlich unser Container ist. Und das alles ist getrennt von dem, was eigentlich unser Containerschiff ist. Also unser Linux-Host, den man irgendwie da noch drunter installiert hat. Und eigentlich der größte Vorteil, oder was anders gesagt, was Docker wird von vielen als Alternative gesehen eigentlich zu Virtualisierung. Also dass wir können, einmal gibt es eigentlich so zwei große Welten. Wir haben die, die voll virtualisieren möchten und die, die alles in Container schmeißen. Und der größte Vorteil, den man bei dem Container-Ansatz hat, ist eigentlich, dass ich mir nicht 60 Mal in Linux installieren muss. Also ich stelle mir vor, eigentlich war das so Roberts Beispiel, das hätte er gerne. Er hätte gerne eine Nextcloud. Ich betreibe noch einen Matrix-Server und dann haben wir vielleicht noch irgendwie ein GitLab, eine Website. Alle Server, wenn ich die jetzt virtualisieren würde, würde ich ja für jeden eine einzelne VM erstellen. Da würde ich dann mein Apache und sonst was drin installieren und meine Webseite drauflegen, für das Nextcloud das Gleiche. Was heißt, ich habe im schlimmsten Fall 10, 12 vollständig autarke Ubuntu-Installationen von Ubuntu Server, die alle geupdatet werden wollen. Und wer schon mal einen Linux-Server geupdatet hat, weiß, das hat viel mit Beten zu tun, das hat viel mit Angst zu tun und das dauert eine halbe Ewigkeit. Wenn wir das mit Docker machen, gut, wie oft müssen wir diesen Host updaten? Wir haben ja nur einen, also nur einmal spare ich mir 11 Updates. Ausgenommen von den Containern, die aber deutlich entspannter zu updaten sind, da ich sie ja einfach austauschen kann. Genau. Wir haben aber ein kleines Problem vielleicht, was aufgefallen ist. Was ist denn, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Datenbank habe und hier ein Webtool?
wenn wir unsere Container so sehen, wie die auf dem Containerschiff stehen, kann der ja nicht mit dem reden. Das können wir nicht. Das ist verboten. Also Docker-Container untereinander sehen sich nicht. Das kann Vorteile haben, dann kann ich nämlich auch zwei Datenbanken nebeneinander stellen auf ihrem normalen Standardport und sie sehen sich einfach nicht und ich bekomme keinen Stress. Weil sonst, wenn ich, vielleicht hat es mal einer probiert, starte mal zwei Services auf einem Port unter Linux, dann kannst du dir dein Linux irgendwo zusammenkratzen, weil irgendein Service wieder abgestürzt ist. Da hat es wer leidlich probiert. Genau. Das heißt, wir haben einmal die voll voneinander isoliert. Was wir aber auch machen können, ist in der Kommandozeile ein Netzwerk erstellen und sagen, so, du darfst mit dem reden und du redest irgendwie mit dem, okay, das ist blöd, du redest mit dem Web über Port 80 und intern ist es bei dir irgendwie 8080. Damit können wir auch ein bisschen einem Reverse Proxy die Arbeit abnehmen, beziehungsweise sogar Reverse Proxys einfacher nutzen. Sagt jedem das Wort Reverse Proxy hier was? Ja? Ja? Schon mal gehört? Wisst ihr, was es ist? Sehr schön. Das heißt, wir können mehrere Web-Applikationen, die normal auf Port 80 laufen, hole ich irgendwie einen Würfel raus, würfel mir ein paar Ports zusammen und sage dann halt in meiner Nginx-Config, wie ich das gerne hätte. Das verhindert ein paar Schwierigkeiten, auch wenn es da Docker-spezifische Software gibt, die jetzt aber im Rahmen dieses Vortrags einfach zu viel ist. Genau. Aber was ist jetzt eigentlich so ein Container? Hat einer eine Idee, was da drin ist? Also wie so ein Ding innen aussieht? Was da so reingehört? Ja. An sich ja und nein. Wir haben unter Linux Docker-Container, jetzt ich nehme mal als Beispiel den wunderbaren Nextcloud-Container, der besteht ziemlich sicher aus einem Base-Container, einem sogenannten Base-Image. Das kann in unserem Fall Linux sein. Also irgendwie Linux, ein Ubuntu, ein Arch, was wir gerade so rumliegen hatten. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. So das beliebteste unter Docker ist Alpine Linux, einfach weil es mit das kleinste ist, was man installieren kann und die meisten Pakete drum funktionieren. Dann habe ich in meinem Container, das klingt komisch, ein paar Daten liegen, also irgendwie Programmdateien, die ich da reinkopiere. Das kann zum Beispiel unsere Webseite sein. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Nextcloud habe, Nextcloud hat ja ein Stück Webseite, was sich nie ändert, was von den Daten abhängig ist, das würden wir zum Beispiel direkt einfach in diesen Container kopieren und wir haben unsere Software, beziehungsweise das, was wir halt so da drauf brauchen. Bei Nextcloud müsste es Apache sein. Da gibt es halt verschiedene Software, die man da rein installieren kann, die, also ich schreibe jetzt hier mal ein Apache, die man rein installieren kann, die uns unsere Arbeit deutlich vereinfacht. Und das, die Magie eigentlich dahinter ist, wir packen diesen Container einmal mit einem Kommandozeilenbefehl als Image zusammen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Blaupause oder einen ISO-File, mit dem man ein Betriebssystem installieren kann. Das packen wir einmal als Image zusammen, schicken es an unsere Registry. Das kann von Docker sein, also Docker betreibt wie viele andere Linux, also wie Linux Paketquellen, wo so Images liegen, die wir dann einfach, wenn wir ihren Namen wissen, herunterladen können. Und dann packen wir uns so ein Image und können das halt einfach bei Docker hin ablegen und das zu jedem Zeitpunkt wieder runterladen. Das heißt, wir müssen, was in diesem Container drin ist, interessiert uns als Anwender eigentlich nicht. Also wenn ich so einen Container verwende, interessiert es mich halt wirklich nicht, was da drin ist, sondern das Einzige, was mich interessiert, ist, was braucht der für Variablen? Also manche Container wie ein Datenbank-Container hätten gerne ein Root-Passwort übergeben und welche Ports stellt er mir zur Verfügung, was aber alles in den Dokumentationen der jeweiligen Container drin steht. Genau. Wenn wir jetzt aber sowas wie Nextcloud haben, weiß jemand, aus wie vielen verschiedenen Services Nextcloud besteht? So eine richtige Nextcloud-Installation.
Johanna? Die einfachste Installation von Nextcloud besteht aus drei verschiedenen Services, die von Nextcloud empfohlene Aufbau mit ganz vielen Services drumherum, Collaborum, Redis, alles, was Nextcloud schnell macht, besteht aus 7 verschiedenen Containern. Was hieße, wenn ich jetzt Nextcloud deployen möchte, muss ich 7-mal den wunderbaren Befehl Docker Run eingeben. Mit dem Containernamen und allen von Nextcloud spezifizierten Symbolen und Variablen und sonst was und darf mich da nicht vertippen. Oder ich kann es mir vereinfachen und schreibe alles in einem sogenannten Docker Compose File nieder, was so die schnellste und reproduzierbarste Möglichkeit ist, Containerumgebungen zu deployen, was eigentlich einfach heißt, wir haben eine Textdatei im YAML-Format und da schreibe ich rein, was ich machen will. Also ein bisschen wie ein Skript steht dann da drin, ich hätte gerne den Service Nextcloud, den hätte ich gerne in der Version, also ich hätte gerne das Image Nextcloud, gerne in der Version 3.3, 4.5, ich weiß nicht, wo Nextcloud gerade ist. Ich würde das gerne Nextcloud-App benennen. Ich hätte es gerne auf Port 80 und es soll in dem und dem Netzwerk sein. Das schreibe ich alles in einer Datei, in einer YAML-Datei nieder und kann dann auf meinem Computer mit dem einfachen Befehl Docker Compose up alle Container gleichzeitig starten. Und die Docker-Engine kümmert sich darum, dass alle Container heruntergeladen werden, dass die Netzwerke erstellt werden, dass die Volumen erstellt werden, dass die ganzen Ports freigegeben werden. Also eigentlich so ein Docker-Compose-File, sich einmal die Arbeit machen, das zu schreiben, wird dir für viele Jahre sehr viel Arbeit abnehmen. Weil auch ich tippe dieses Docker-Compose-File bei mir meistens auf einer ICE-Fahrt, auf meinem Laptop ohne Internet. Und sobald ich wieder am Internet bin, kopiere ich das Compose-File auf meinen Server rüber, gebe dieses eine Kommando ein und alles funktioniert. Es nimmt mir sehr viel Arbeit ab und funktioniert sehr gut. Ja. Gibt es so ein ähnliches Skript, also ein kleiner sozusagen, auch für jeden einzelnen Container? Also ich kann, ja, gute Frage. Also wenn ich einen einzelnen Container reproduzierbar starten will, kann ich natürlich auf einen Docker-Compose-File nur mit einem Container erstellen. Also es ist nicht festgelegt, dass da 2 Container drinstehen müssen. Nur ab dem Moment, wo ich persönlich so einen Compose-File einsetzen würde, ist, wenn ich mehr als einen Container brauche. Weil bei so kompliziert werden die Docker-Befehle normal nicht, dass ich für einen Container das mir nicht irgendwo hinschreiben oder merken kann. Aber ja, du kannst das auch einfach für einen Container nutzen. Genau, ich würde dann den Docker, also der Befehl sieht dann, kann man das da unten noch lesen, wenn ich das da hinschmier? Also zum Beispiel jetzt für Apache würde der Befehl aussehen Docker run, Strich P, 80. 80, Strich Name, Apache. Dann kann es irgendwelche Volumen haben. Und dann würde ich halt sagen, okay, jetzt hätte ich gerne Apache 2 als Container. Und den Befehl tippe ich dann einfach in die Kommandozeile ein, drücke auf Enter und fange an zu beten, mich nicht vertippt zu haben. Und mit etwas Glück haben wir dann danach einen laufenden Apache-Container. Und das kannst du dir natürlich auch auf ein Shell-Skript schreiben oder in Ansible realisieren oder in einen Docker-Compose-File schreiben, wenn du da Spaß dran hast. Das ist aber, ich würde mal sagen, wie man es mag. Also ein Docker-Compose-File funktioniert mit einem, es funktioniert mit 1000. Es sei denn, ihr habt Lust dazu und wir haben noch die Zeit. Ich kann Docker auch in Clustern betreiben. Also in einem Docker Swarm, was das Ganze dann ein bisschen komplizierter macht, aber auch sehr cool macht. Und da sind dann spätestens ab dann wirst du auch für einen Container ein Docker Compose File schreiben, weil du dann ja Replication und alles machen musst.